Ja, Rainer, Sturm gegen Salzburg, da könnte man auch sagen, Rumpfkader hier, Rotation dort. Es wird heute ein Schaulaufen der Bankerldrücker. Sturm hat, wie bereits gehört, Personalsorgen. Itzer muss in allen Mannschaftsteilen improvisieren, bringt im Vergleich zum Sonntag Borkovic, Lubic, Kuhn, Jäger und Zakaria als neue Kräfte. Die Salzburger, die haben natürlich schon das Cup-Finale im Hinterkopf. Dem wird alles untergeordnet. Kein Wunder daher, dass der Trainer Matthias Jeißle mit einer Rotationself aufkreuzt. 7 Änderungen gibt es. Die Edelreservisten wie Kjærgaard und Šeško bekommen heute die Chance. Die Bullen bestreiten also das erste Spiel als neuer Meister und das beginnen sie wie immer äußerst schwungvoll. Šeško, der erste Warnschuss für Siebenhandel. Zweite Minute, eine feine technische Aktion, aber nicht präzise genug. Gutes Tempo in dieser Anfangsphase. Bernardo, der Fehlpass. 11. Minute, Nyangbo, die tolle Kontermöglichkeit jetzt für die Grazer. Zakaria. Abschluss, aber ja, eine Mischung aus halbherzig und hastig. Sturm kommt dann besser rein. Freistoß, ausgeführt natürlich von Jakob Janča. Jäger, 1:0. Sturm führt. 14. Minute, die nächste Torvorlage von Jakob Janča. Lukas Jäger kommt ziemlich unbedrängt am Fünfer zum Kopfball, macht sein erstes Saisontor. Das 23. Tor nach einer Standardsituation für die Grazer, das ist Liga-Bestwert. Die Führung der Steirer macht die Partie sicher nicht uninteressanter. Capaldo setzt sich durch auf der rechten Seite auf Adamo. Die große Chance auf den Ausgleich, 19. Minute. Capaldo spielt hier den guten Ball in den Rücken der Abwehr. Es bleibt sehr unterhaltsam. Wieder die Salzburger. Aaronson. Der auffällige Capaldo. Šeško, das 1:1. 22. Minute. Der Ball von Capaldo ist ideal. Der geht quer durch den Strafraum, genau in die Zone, wo es schwierig ist, für den Keeper rauszukommen. Eine schlechte Zuordnung der beiden Innenverteidiger. Der Rest ist leichte Übung für Benjamin Šeško. Saisontreffer Nummer 5 für ihn. Bislang hält das Spiel, was es verspricht. Der nächste ruhende Ball, Irländer. Beinahe die neuerliche Führung für die Grazer. Ein guter Kopfball. Der war gar nicht so einfach nach einer halben Stunde. Da haben wir den gesperrten Wüttrich. Außenstand in der Merkur-Arena. 1:1. Die zweite Hälfte. Einwurf Van der Bremt. Der agiert hier unachtsam. Janča hat Zeit, hat Platz. Bedient Zakaria. Gut angetragen. Ein schwieriger Winkel. Köhn ist aufmerksam in Minute 50. Die Grazer spüren, da ist heute einiges möglich gegen die Bullen. Großchancen fehlen bis jetzt nach Wiederanpfiff. Stefan Hierländer, der Kapitän, der Abschluss zentral außerhalb des 16ers. Eine Stunde ist zu diesem Zeitpunkt absolviert. Salzburg dann mit einem Dreifachwechsel. Auch Sucic kommt. Er hat in den letzten 4 Partien gleich 5-mal getroffen. Matthias Jeißle tauscht fast das gesamte Mittelfeld aus. Jetzt ist es wieder eine temporeichere Phase. Adamo, der Jeep auf Aaronson, der hat die Gelegenheit. Siebenhandel bleibt lange stehen, macht das ausgezeichnet. 69. Minute, Brandon Aaronson, er wird ja immer wieder mit Leeds in Verbindung gebracht. Intensiv und abwechslungsreich geht's hier zu Janča. Das 2:1. Die Grazer gehen erneut in Führung und das in der 72. Minute. Etwas Glück ist dabei. Der Ball wird nämlich noch von Piatkowski abgefälscht. 12 Saisontreffer, 13 Torvorlagen, 25 Scorerpunkte. Jakob Janča ist das Um und Auf im Spiel von Sturm Graz. Also die Salzburger stehen vor der ersten Niederlage in dieser Meistergruppe. Nur 3 Minuten später. Sucic, Šeško, die Topchance aufs 2:2. Aber die
Schütze ist ereignislos und Schiedsrichter Manuel Schüttengruber pfeift dann ab. Sturm Graz gewinnt gegen Salzburg mit 2:1 und bejubelt den 5. Heimsieg in Folge und damit auch den Vizemeistertitel Florian Brattes mit den Interviews. Ja, war eine ausgeglichene Partie, wir sind in Führung gegangen, dann denke ich schon auf verdienter Ausgleich von Salzburg. Zweite Halbzeit haben wir weiter offen gehalten. Ja, und haben uns diesen Sieg hier wirklich dann auch über die zweite Halbzeit verdient. Haben auch noch Jörg gehabt, der diesen Sieg dann festgehalten hat. Also von vorne bis hinten, also eine Top-Leistung und das widerspiegelt unsere Saison. Ja, ich glaube, der Vizemeister in Österreich hinter Salzburg hat einen ganz großen Stellenwert, weil Salzburg ist einfach das Maß aller Dinge und sozusagen der Best of the Rest zu sein, da kann man sehr stolz sein. Ich denke, dass wir uns heuer sehr, sehr gut entwickelt haben und über die Saison gesehen ist der Vizemeister verdient. Wir waren heute sicherlich nicht auf unserem Leistungsniveau, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir wollten hier herfahren und natürlich trotz Meisterschaft der Feier am Sonntag trotzdem hier performen, trotzdem die 3 Punkte mitnehmen. Das ist unser Anspruch von unserem Verein, von uns selbst auch. Dementsprechend sind wir heute enttäuscht. Volle Energie dann auf den 1. Mai, dieses Cup-Finale. Dämpfer war das keiner? Nein, ich denke auf keinen Fall. Wir wissen, was wir drauf haben. Wir haben es heute auch teilweise wieder gezeigt. Und wir werden am Sonntag wieder das gewohnte Feuerwerk zeigen, die Chancen dann auch richtig gut herausspielen und die dann auch reinhauen. Da bin ich zu 100% überzeugt davon. Für die Salzburger ist es die erste Niederlage seit 12 Ligaspielen. Die Generalprobe für das Cup-Finale ist also misslungen.